Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute mit einem seltenen Gast, aber er möchte öfter wiederkommen mit Kollegen Mario. Und Mario ist nee, natürlich voller Freude wieder bei der Sendung dabei. Und Mario, ich habe den Leuten erzählt, du warst geschäftlich unterwegs. Oder warst du Zigaretten holen? Ich war mal kurz Zigaretten holen und habe dann aber gemerkt, verdammt, es reicht gar nicht. Zigaretten sind so teuer, da muss ich dann tatsächlich wieder umdrehen. Und jetzt bin ich wieder hier und Lars bezahlt mich einfach besser als der Zigarettenautomat. Insofern sind wir heute mal wieder vereint. Wir hoffen, dass wir es öfter jetzt mal wieder hinbekommen. Ich muss hier noch mal ein bisschen an der Ausrüstung feilen, sonst seht ihr hier ja diesen ganzen Scheiß im Bild. Das ist ja auch nicht schön. Es funktioniert aber nicht. Es der Ring funktioniert ist im nicht. Bild. Der Ring ist im Bild, das ist so schön. So, jetzt ist er weg. So, jetzt ist er weg. Im Moment ist beruflich ziemlich viel zu tun. Aber haben mich auch einige angesprochen. Also ich versuche es jetzt tatsächlich wieder öfter zu machen, denn Pat und Patachon haben viele vermisst hier. Richtig, vor allem, ich mache auch keine Alterskontrolle im Gegensatz zum Zigarettenautomaten. So ist das nämlich. Wir haben viele Themen, die wir besprechen müssen. Es hat sich was aufgestaut, aber wir werden uns auf die letzte Woche quasi zurückziehen. Nachdem ihr den Kanal nicht nur abonniert habt, eine Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, aber auch ganz wichtig, was habt ihr noch gemacht? Kommentieren, abonnieren, genau. Glockieren. Genau. Und die Themen besprechen wir jetzt natürlich wieder frisch gepresst. Und zwar frisch gepresst haben wir auch das erste Thema, was wir für euch dran nehmen. Und zwar Alitalia kommt als Marke zurück. Wie finden wir das als Marketing-Experte, Herr Hochmeister? Das Thema verfolgt uns ja, also nicht, dass die Marke zurückkommt, aber das Thema Alitalia verfolgt uns ja schon seit den seligen Zeiten von Clubhouse, als die Alitalia dann mehr oder weniger den Geschäftsbetrieb eingestellt hat und dann daraus die ITA geworden ist. Ich finde, es ist ähnlich so ein bisschen wie bei den Kollegen der Swiss und auch der Austria. Der Name Alitalia und du selber hast dich ja auch oftmals verhakelt, wenn du über die ITA gesprochen hast, hast du immer Alitalia gesagt. Es ist halt der geläufige Name und wenn man eine Fluggesellschaft dann wieder, sage ich mal, in ruhiges Fahrwasser bringt, wie das dann hoffentlich mit der Lufthansa und gegebenenfalls mit der MSC läuft, dann halte ich den alten Namen, der halt durchaus viel klangvoller ist, für eine gute Idee, wenn es sich dann verwirklichen lässt. Der Ehrlichkeit halber, ich habe mich ja nicht verhaspelt, ich habe mich nur geweigert, den neuen Namen zu implementieren. Ja, oder so. Ich kann es nachvollziehen, dieses ITA, das hört sich auch irgendwie, weiß ich nicht, an, wie eine Abkürzung für, ja, weiß ich nicht, irgendeine Computer oder eine Terrorgruppe in Nordspanien, aber die hießen ETA. Das ist richtig. Oder ich habe ITA und dann sagst du, das ist oder so. Ich hab dafür eine Salbe, die nennt sich Allegris. So. Genau. Also ich fände es schön, also nichts gegen die neuen, gegen das neue Livery der ITA. Das sieht durchaus gut aus. Aber ja, man könnte ja auch die alte Alitalia, Bemalung ein bisschen modernisieren, aber ich fände es cool. Ja, ich finde es auch cool, wenn die Alitalia wiederkommt. Ich hatte es ja auch gesagt, meine beiden Erinnerungen an Alitalia waren zweimal geflogen, zweimal einen Boardingpass gehabt, der mehr Passagiere an Bord gezählt hatte und mein Sitzplatz war beschäftigt und belästigt und ich durfte auf den Jump fliegen, was mich damals aber nicht geärgert hat, im Gegenteil. Was den ein oder anderen ärgert, ist Condor, und zwar Condor, weil die sympathische Fluggesellschaft keine American Express Kreditkarten mehr akzeptieren will. Mario, du selber bist ja ein Anhänger der American Express Platin oder Plutonium Karte. Wie siehst du das Thema? Naja, ich hätte meine nächste Reise mit der Condor dann wahrscheinlich eher mit der
Goldkarte bezahlt, die ja bekannterweise ich in den USA halte. Aber bedauerlicherweise geht das nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann mir nur vorstellen, dass es wahrscheinlich an den hohen Gebühren liegt. Und bei Flugpreisen kommt ja auch durchaus der ein oder andere Euro zusammen. Ist ja anders als ein paar Schuhe für, weiß ich nicht, 100, 200 €. Ist aber sehr bedauerlich, weil es natürlich eine wichtige Option ist, um auch wiederum Punkte und damit vielleicht auch Status bzw. Premiumflüge zu generieren, dann bei American Express nicht mehr geht, halte ich für schade. Denn wenn man sich als, die werden ja auch nicht nur Kunden haben in Deutschland, sondern es gibt ja auch ja, Passagiere, die quasi umgekehrt fliegen, weiß ich nicht, eine amerikanische Destination oder eine kanadische nach Europa und dann halt mit der Condor wieder zurück und ja, insbesondere in Übersee ohne American Express halte ich durchaus für nicht wirklich zielführend. Vielleicht kannst du mit deinem amerikanischen American Express noch zahlen über Condor.com, wenn die in Amerika gelistet ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die USA-Flüge nicht mit Amex machen. Die Amex-Karte hat ja den Vorteil natürlich, dass sie dreifache Punkte gibt bei der Goldkarte, fünffache Punkte bei der Platin-Karte, wenn man die amerikanische hat. Also das heißt, da macht es nämlich Sinn. Aber es ist ja nur auf der deutschen Webseite so. Also da wäre jetzt quasi der Fall, man müsste mal gucken, und das können wir ja mal schnell machen, auf Condor.com bei Payment Am Methods. besten, über VPN, ne? Damit das System auch weiß, dass du aus den USA dich gerade Er einwählst. sagt Englisch, USA und Kanada. Okay. Und da kommt American Express. Siehst du wohl? Wie geil ist Also das denn? kann man es doch noch umgehen. Ja, man kann das umgehen. Wenn ich jetzt auf Deutsch gehe, da ist. Warte, dann machen wir das nochmal auf den Refresh. Oder ist die Seite noch nicht aktualisiert? Das kann natürlich auch sein, dass das durchaus ein Fehler ist. Also wie gesagt, auf der englischen Seite unten sind die ganzen Sachen, und da ist Diners Club sogar noch drauf, Discover Card, die es in den Wow. USA gibt. Und jetzt gehen wir mal auf Deutsch und auf Deutsch, und dann kommen wir. Ja, da fehlt American Express. Ja, dann. Ja, sehr gut. Dann wisst ihr ja Bescheid, wenn ihr die American Express-Karte einsetzen wollt, ab auf die amerikanische Seite. Auf die schönere Seite und vor allem mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status sammeln mit den US-Karten. So ist es. Aber dann bezahlt es halt in US-Dollar, aber das ist ja meine amerikanische Karte ja Wumpe. Ja. Deshalb. Und die haben ja auch keine FX-Gebühren, also keine Foreign Exchange-Gebühren. Also auch da gibt es Sparpotenzial. Wo es auch Sehr gut. Sparpotenzial gibt, und das finde ich ja eine Sache, Oneworld. Oneworld mausert sich ja immer mehr zu einer besseren Allianz als Starlines, weil dort diese, ich nenne es jetzt mal, diese Allianz Intermodalität gelebt wird. Heißt also, dass man bei American Express, hätte ich fast gesagt, nein, bei American Airlines zum Beispiel Voucher bekommen kann oder Meilen, die man bei British Airways einsetzt oder bei Finnair. Also es soll allianzweit gehen. Das Problem haben wir ja bei Lufthansa, dass das nicht so geht. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt vielleicht kein großer Fan von British Airways, wobei, wenn die Flotte erstmal komplett auf die neue Business umgestellt ist, dann vielleicht schon eher. American halte ich für ein sehr solides Produkt. Das ist halt eine amerikanische Fluggesellschaft. Die sind ja alle, sage ich mal, durchwachsen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Du hast es ja auch schon öfter gesagt, es ist eigentlich sehr bedauerlich, dass wir keinen Oneworld-Partner mehr in Deutschland haben, wie es die alte Air Berlin mal war, weil mittlerweile wäre es tatsächlich eine gute Alternative zur Lufthansa, denn so richtig glücklich sind ja doch viele mit dem neuen, Statussystem nicht, nachvollziehbarerweise. Und ja, Oneworld und wäre da mit Avios, zumindest wenn man dann bei British Airways oder Finnair sammelt, doch eine ganz gute Alternative, würde ich sagen. Es ist natürlich möglich, zumindest was
Interkontinentalflüge angeht, da bekommst du, da kommst du ja mehr oder weniger von jedem deutschen Flughafen auch Direktverbindung nach London und kannst dann über London in die weite Welt fliegen. Aber für innerdeutsch bzw. innereuropäisch wird es dann schon mal etwas schwierig, von einem deutschen Flughafen erst nach London zu fliegen und dann vielleicht nach Rom oder sonst wo. Also insofern schwierig, aber für interkontinental eine gute Alternative. Und ich muss auch dazu sagen, weil ich mich ich war vor einem Jahr zum letzten Mal in Heathrow in der British Airways Lounge. Das war völlig in Ordnung, muss ich sagen. Ja, wobei der Shampoos da ja nicht mehr ausgegossen wird, den die Leute so mögen. Das Da ist muss man so. jetzt auch mal drüber sprechen. Sprechen wir gleich drüber. Aber du hast gerade etwas gesagt, was ich als Thema direkt aufgenommen habe, und zwar Miles and More Kundenzufriedenheit. Oder sollte ich das Unzufriedenheit nennen? Tja. Du sagtest, die Leute sind damit nicht glücklich. Hast du da irgendwelche anekdotischen Beweise? Naja, im Kollegenkreis ist das natürlich so, dass viele ihren Senatorstatus immer geschafft haben. Sicherlich auch aufgrund der zum Teil, wenn die Reisen kurzfristiger waren, der teuren Buchungsklassen, wo es ja dann in J und D und C immer 200% der Meilen gibt oder gab und halt in P und 100 und Z 150%. Und da bist du dann halt mit Zubringerflügen und ab und zu mal interkontinental hast du es dann doch relativ gut geschafft, den Senator zu schaffen. Und jetzt brauchst du doch schon eine erhebliche Anzahl an Flügen. Gut, da kann man natürlich sagen, es ist ja auch ein Vielfliegerprogramm, aber auf der anderen Seite profitiert insbesondere natürlich die Fluggesellschaft auch von den Leuten, die viel Geld für relativ kurzfristig gebuchte Tickets ausgeben und nicht für die, die für relativ günstiges Geld relativ häufiger durch die Gegend fliegen. Also da fehlt vielen so ein bisschen die Ausgewogenheit und insofern und natürlich der absolute Zwang, jedes Jahr jetzt die entsprechenden Qualify Points einfliegen zu müssen. Das ist schon nicht ganz einfach für den einen oder anderen. Es gibt auch ohne Frage Profiteure davon, aber es ist da auch nicht alles Gold, was glänzt. Ja, also ich habe das übrigens auch ge gehört, dass die Leute unglücklich sind. Gerade viele, die mit Lufthansa geflogen sind, haben das Gefühl, dass der Status in weitere Fahne gerutscht ist. Und man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass der Status ja fast doppelt so teuer geworden ist, weil man sich jedes Jahr requalifizieren muss. So Und ist es. das ist halt wirklich eine Geschichte, die die Lufthansa dann dazu bewegen muss, dass man dann ganz knallhart das Produkt auch verbessern muss. Also das heißt nicht nur das Produkt in der Luft, sondern auch am Boden. Dann So eine ist es. Maus, das kommt auch gleich als Thema, haben wir das Ja. ja, mit Mäuseplage. Das darf nicht passieren, auch wenn das ein Fraport-Problem ist. Und hier können wir ja die Leute mal aufrufen, unten zu kommentieren und zu sagen, was sie von dieser Änderung halten, weil die ersten haben ja ihre ersten Erfahrungen damit gemacht. Mit der Programmänderung schreibt rein, was ihr davon haltet und ob ihr schon Gefahr für euren Status seht oder nicht. Kleiner Hinweis: Wer einen Senatorstatus haben möchte, ohne zu fliegen, kann sich persönlich bei mir melden. Warte, da ist die Telefonnummer. WhatsApp-Nachricht, können wir gerne drüber sprechen. Ja, und wer noch ein paar Hinweise braucht, wie er den Status, weil ihm noch ein paar Points, man muss es ja mittlerweile fehlen, der kann sich auch vertrauensvoll an Lars wenden, der findet Lösungen. Richtig. Lösungen, Gilt das ist übrigens ja immer auch für wichtig. Hyatt Hotel-Status, Hilton Hotel-Status oder anderen Hotel-Status. Und wir haben Natürlich. wieder Stammtisch in Frankfurt am 19., am 20. in Aachen und am 21. in Köln. Girl, ja. Also, der kleine Disclaimer, wendet euch an Lars, der weiß Hilfe. Wo waren wir jetzt? Bei den Launches, beim System? Naja, also um es nochmal zusammenzufassen, es wäre schön, wenn es auch in Deutschland ein Mitbewerbersystem gäbe,
nicht nur für die Langstrecke, das gibt es ja. Man kann ja natürlich auch bei SkyTeam sammeln. Kommst ja auch von jedem Flughafen nach Paris mehr oder weniger. Aber das geht halt dann nur für die Langstrecke. Man könnte Außer ja gemein, man könnte ja man wohnt gemein so sein. nah irgendwo an der Grenze, Ja, man dass könnte man aber da gemein hinfahren sein kann. und könnte natürlich jetzt auch sagen, dass solche Flughäfen wie Nürnberg eh abgekoppelt sind. Und ob man jetzt von Nürnberg aus nach Frankfurt fährt und fliegt, München meine ich, mit dem Bus, da kann man auch direkt nach Amsterdam fliegen. Es kommt immer darauf an, wo du hin willst, ne? Also wenn du von Nürnberg irgendwo einen dienstlichen Flug nach Madrid machst, den gibt es da sicherlich nicht. Das ist ja eigentlich Wumpe, wo du umsteigst, wenn die Umsteigezeiten einigermaßen gut sind. Ob du nun von da aus nach München oder Frankfurt fliegst oder ein bisschen weiter nach Paris oder Amsterdam, ist zwar die falsche Richtung, aber immerhin, ne? Ja, wobei spannenderweise ist ja ehrlicherweise so, auch der Türke hat ja ob Nürnberg gute Verbindungen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das Universum bei Lufthansa heile ist. Vor allem sehen wir ja auch, dass überall der Luftverkehr wieder an Fahrt gewinnt, außer in Deutschland. Aber bevor wir uns jetzt daran wieder festbeißen, lass uns mal die Praxis angucken in Amerika. Da ist es so, dass Piloten abgegradet werden, in Anführungsstrichen, beziehungsweise in die First Class gesetzt werden oder Business Class, je nachdem, was es halt da gibt, bevor wir als Patienten abgegradet werden. Ist das eine Praxis, die man gut finden kann? Ist das etwas, wo du sagst, naja, nun gut, ist so? Ja, naja, das ist zwar auf der einen Seite von American sehr, sehr zuvorkommt, ihren quasi Führungskräften, wenn man die Piloten als solche bezeichnen kann, ja, ein nettes Benefit, wenn man sie umhegt und umpflegt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die Passagiere diejenigen sind, die das Geld bringen und die natürlich auch von Zeit zu Zeit mal gepflegt werden sollten mit entsprechenden Upgrades. Insofern ist es ein bisschen irritierend. Ich kann natürlich verstehen, wenn da Plätze frei sind und es besteht keine große Nachfrage oder es besteht keine Nachfrage nach einem Upgrade, dass man dann sagt, komm hier, Pilot, du darfst dort in die First bzw. Business Class. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das schon merkwürdig. Denn normalerweise würde man ja denken, das zahlende Publikum wäre als erstes dran und nicht die eigenen Angestellten. Aber nun gut. Ja, ich habe da so ein bisschen andere Meinung. Ich bin immer ein großer Anhänger davon, dass man das bezahlt, was man haben möchte. Wenn ich First oder Business Ohne Class fliegen will, muss Frage. ich bezahlen. Und so, und wenn der Platz frei ist, so what? Da ist ja einem nichts weggenommen worden. Nee, das auf jeden Fall nicht. In Amerika ist ja leider das kulturell so verankert, dass viele Leute über ihren Status quasi in die First Class gebucht werden, weil wenn Plätze frei sind, geht man. Und jetzt lass uns das mal durchspinnen. Du bist auf einem Flug von Hannover nach München und es gibt in der Business Class Plätze und du hast ein Economy Class Ticket und bist Horn Circle. So, und du weißt, dass du das Business Class bei freien Plätzen Business Class bekommst. Ist so. Würdest du dann noch Business Class kaufen? Natürlich nicht. So. Und genau das ist das Dilemma. Und das ist das, was die Amerikaner halt sich gezüchtet haben als Gäste und als Kunden, die halt sagen, bezahle ich nicht. Und genau das ist das Problem, was ich da sehe. Lass uns einfach auf Hotelübernachtung, zum Beispiel am Köln-Stammtisch, übernachte im Hyatt natürlich, wie es sich gehört. Zwar die falsche Rheinseite, aber auch nur, damit ich die Rheinseite, die richtige, besser sehen kann, und zwar den Dom. Natürlich. Ja, sonst macht man das ja nicht. So. Und da habe ich auch einfach überlegt, ja, was will ich denn haben? Will ich Rheinblick haben? Will ich Domblick haben? Ja, ich will Domblick haben, also habe ich mir ein Executive-Zimmer geholt, was Domblick hat in der Beschreibung, also als Benefit. Ich weiß, dass die lieb zu mir sind, dass sie mir auch Club-Level geben. Das heißt also, ich kann im Prinzip aus meinem Zimmer rausfallen, gehe in den Club rein und bin happy. So, wenn ich das nicht haben will, sondern zur Seite gucken will, ob ich auf Deutz, auf der Messe gucken möchte oder auf dem Bahndamm, dann nehme ich halt ein Standardzimmer. Und deshalb habe ich da ehrlicherweise kein Problem. Aber auch hier wieder von euch die Kommentare. Seid ihr eher auf der Seite von Mario H. oder von Lars C.
unten einmal kommentieren und unten schreiben. Bevor Mario gleich zum Essen muss, weil er zeitig ist. Airbus hat Lieferverzögerungen 2024. Wie ist das bei dir in deiner Industrie? Gibt es da auch Verzögerungen? Habt ihr Lieferkettenprobleme oder ist das jetzt etwas, was man als Luxusproblem abtun kann? Oder wie verstehe ich das? Nee, Lieferkettenprobleme gab es sicherlich auch. Unser Vorteil ist, wir haben nicht so große Teile wie bei Airbus zu bewegen und haben uns da gut bevorratet. Aber natürlich gab es dort auch Lieferkettenprobleme und was es vor allem gab, einen Ansprung oder nee, Ansprung nicht, Ansprung muss man sagen und einen wahnsinnigen von elektronischen Bauteilen. Also elektronische Bauteile, die vorher im Cent-Bereich lagen, die lagen dann mit einmal im Euro-Bereich. Das ist schon ziemlich heftig. Das hat natürlich sich jetzt wieder ein bisschen relativiert, aber das gab es. Aber ich weiß auch von Mitbewerbern am Markt, die natürlich elektronische Bauteile, die kommen mal aus Fernost, die stellt ja hier kaum einer her. Dass es da tatsächlich zu Lieferproblemen gab. Und War insofern das Fendt ist oder wer war das das, der die Waschmaschinen nee, gekauft hat und die Chips? Klaas, Klaas, die genau, hast Klaas, du ja auch die bauen ja erzählt. auch Traktoren und Mähdrescher und dergleichen mehr. Ja, gibt sicherlich immer noch und es wird ja jetzt wieder welche geben, wenn tatsächlich die Schiffe da nicht mehr durch den Suezkanal fahren, wegen der Angriffe dieser Houthi-Rebellen, die ja wohl immer heftiger werden, sondern Entschuldigung, den Umweg über das Kap der guten Hoffnung machen und ganz um Afrika rumschippern. Witzigerweise hätte ich auch nicht gedacht, macht das die Transportkosten gar nicht so viel teurer. Also das sind Marginalien, wenn man halt bedenkt, wie viele Container und Produkte auf so einem riesigen Containerschiff sind. Es dauert nur länger. Man bräuchte theoretisch halt, wenn sich das so ein bisschen einfädelt, ein paar Schiffe mehr, um sozusagen den längeren Weg zu kompensieren. Also mehr Schiffe auf dem längeren Weg können dann am Ende genauso viel Produkte bringen wie weniger Schiffe auf dem kurzen Weg. Aber das gibt halt auch wieder Probleme, nicht? Und wenn dann ab und zu mal so ein Schiff versenkt wird, beziehungsweise ein paar Container runterknallen, ist ja auch nicht schön. Also insofern kann ich das bei Airbus gut nachvollziehen. Die haben ja nur auch Lieferketten. Die beziehen ja quasi weltweit ihre Produkte oder schippern sie auch weltweit hin und her. Und das bedeutet natürlich auch, wenn irgendwo anders jemand für einen Bauteil Lieferprobleme hat, dann ja, summiert sich das natürlich, ne? Das läppert sich dann. Aber ich bin ja froh, wenn Airbus ein paar Lieferprobleme hat, aber dafür keine Schraubenzieher und Schrauben im Flugzeug vergisst, sondern da sehr hohe Qualitätsstandards hat und Oder andersrum, ja. Bolzen erst gar nicht ins Flugzeug reinmacht. Oder so, ne? Also. Egal wie es ist, hast Scheiße am Fuß, hast Scheiße am Fuß. So ist es. So, Frankfurter Flughafen, du hast ja da Einblick. Aus familiären Gründen, Ja. die Mäuseplage. Hast du schon Läuse, sag ich schon, Mäuse gesehen im Frankfurter Flughafen? Nein, ich persönlich nicht, aber durch diese familiären Bande zum Frankfurter Flughafen habe ich schon Fotos zugesandt bekommen, eben mit solchen kleinen Krabbelviechern, die sich nicht nur in den Lounges, sondern halt auch zum Teil in anderen Bereichen aufhalten. Und das ist aber, glaube ich, ein allgemeines Problem, nicht nur dort. Es gibt es auch bedauerlicherweise, oder was heißt bedauerlicherweise? Es gibt es halt auch in Malls, also in Einkaufszentren und dergleichen mehr, überall, wo halt auch Lebensmittel angeboten werden in einem größeren Maße, sei es durch Bäckereien oder Cafeterien oder Restaurants, wird man diese Nager finden. Und die Bekämpfung ist halt, das muss man jetzt wirklich mal zugeben, ohne die Lufthansa kann eh nichts dafür, ist tatsächlich ein komplexes Problem. Denn ja, die vermehren sich, wie wir wissen, relativ stark. Die können sich in wirklich kleinste Ritzen zurückziehen.
Und sie sind ziemlich pfiffig. Und ja, insofern ist das wahrscheinlich eine Sache, die man nie so ganz und völlig ausschließen kann. Aber ich bin da auch kein verifizierter Kammerjäger, ich weiß es nicht. Wir haben dafür eine Zuschrift oder dazu eine Zuschrift oder einen Text unterhalb des Beitrags gehabt und da schreibt Hasenmama 8108 folgendes und zwar bemerkenswerte Sorglosigkeit. Nach kurzer Recherche stellt man fest, dass dort schon über 10 Jahre Mäuse sind. Possierlich ist da gar nichts. Das zeigt, dass dort ein massiver Befall ist, sonst würde man die nicht sehen. Das Problematische ist dabei der Mäusekot, der besonders in gehäufter und trockener Form üble Krankheiten auslösen kann. Da gibt es Lüftungen, die könnten da überall verbreitet werden. Hier muss mehr getan werden und nicht erst mal 5000 Fallen. Weil es über Handyfilmer bekannt geworden ist. Nein, das geht gar nicht. Und die Aussagen vom Sprecher, damit meint sie mich, ist beschwichtigend verharmlosend. Mein Gott, da wird gegessen und getrunken. Wer weiß, wie viel Kot dahinter Leisten in den Lüftungsschächten ist unverantwortlich. So. Erstmal muss ich an dieser Stelle mich für meine flapsige Art zu entschuldigen. Ich dachte immer, die gemeine Feldmaus oder die gemeine Flughafenmaus sei ein possierliches Tierchen, mit Jimek gesprochen. Aber Ja. nachdem uns hier die Hasenmama 8108 dort gesagt hat, dass das alles gar nicht so uncool ist, so cool ist, wie ich gesagt habe, also eher uncool ist, also muss der Flughafen reagieren, weil es ein Gesundheitsproblem darstellt, der Kot und so weiter. Also auch hier Ist so. seht ihr, es ist wichtig, dass ihr uns erzieht und dass ihr uns, wenn ihr Experten seid, wenn man Hasenmama heißt, hat man ja Mäuseerfahrung. Ist das so, Mario? Natürlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, dann nehmen wir das gerne an und möchte mich an dieser Stelle für meine Jimmick-Analogie des possierlichen Tierchens entschuldigen. Weil mir wirklich nicht bewusst war, dass, also ich hab jetzt die Maus nicht so als die große Gefahr angesehen, aber anscheinend ist das in der Nein. Tat ein Riesenthema. Ja, aber du hast ja trotzdem nicht Unrecht. Die Maus als solches ist ein sehr possierliches Tierchen. Die Folgen allerdings sozusagen der Maus, die sind das Problem. Und Das das jetzt ist wieder natürlich für. Haarspalterei. Ja, natürlich. Aber du hast natürlich voll oder wie hieß es, Hasenmama oder sowas da? 8108. Ja, 8108 hat natürlich vollkommen recht. Das sind natürlich die Exkremente. Das ist ja wie bei verschiedenen anderen Insektenbefall auch. Es ist meistens nicht das Tier als solches, sondern das, was es hinterlässt. Und das ist tatsächlich bei Mäusen das Problem. Und in Lüftungsschächten haben wir da schon eine gewisse Problematik, wenn der dann feinstäublich durch den ganzen Flughafen verteilt wird. Also insofern ist das schon eine nicht wirklich schöne Sache, zumal wenn sie in Massen auftreten. Also ich meine, die Maus, da beißt die Maus sozusagen keinen Faden ab, um dieses Wortspiel zu machen, ist natürlich ein menschlicher Kulturfolger und haben wir natürlich früher in bäuerlichen Regionen kamst du gar nicht drum herum, sozusagen engen Kontakt, ob du es wolltest oder nicht, zu Mäusen zu haben und sicherlich auch ist das auch in urbanen Gegenden immer oder war das noch vor wenigen Jahrzehnten der Fall? Nichtsdestotrotz, das gehäufte Austreten ist schlecht, aber was sagt uns das? Wir sollten Katzen anschaffen. Der Frankfurter Flughafen mit einer Masse von Katzen wäre doch nett. Also könnte man streicheln, beruhigt, ja, also und würden die Mäuse jagen. Also im Auftrag der Hasenmama 8108 muss ich leider hier bremsen, weil sonst kriegen die Leute ja wieder das Gefühl, wir würden das verharmlosen. Wir Nein, distanzieren uns ist ein natürlich ernstes als Problem. Frequent Traveler TV von Marios Aussagen. Er ist kein Teil der Meinung des Senders. Nein, aber Genau, ernsthaft. das war seine eigene Meinung. Nein, Das war aber sein. ist völlig richtig, da muss was getan werden. Es ist ein Gesundheitsproblem und insofern rufen wir dazu auf, befreit uns von der Mäuseplage. Und bevor man sagt, man befreit sich von der Mäuseplage, müssen wir uns auch mal darüber unterhalten, First Class Lounge. Und zwar bei der First Class Lounge, da soll es Änderungen geben. Und ich stelle mir die Frage einfach, was wollen die verändern an der First Class Lounge, respektive am First Class Terminal im Besonderen? Weil das ist für mich eigentlich das ist fast die einzige Lounge, die noch funktioniert bei Lufthansa. Tja,
Also, du hast es ja in deinem Beitrag schon angesprochen. Ich wüsste auch nicht viel. Also Farbe, Sessel, Sofas sind ja immer alles Geschmackssache. Ich finde die eigentlich, ich persönlich, alle relativ gut und bequem. Also es gäbe ja tatsächlich nur zwei Sachen. Erstens mal das Catering. Seitdem das gewechselt worden ist, war ich noch nicht wieder da. Da müsste ich dann auch noch mal mit Lars drüber sprechen, ob der eine Möglichkeit sieht, mich da demnächst mal wieder reinzubringen. Bei Am einem 19. Flug, ja, da bin ich nicht da, aber darüber müssen wir noch reden. Aber und natürlich das leidige Transportproblem, dass man halt, wenn man innerdeutsch ankommt, auf einer Außenposition ist, nicht dort direkt hingefahren wird, sondern dann halt zwar mit dem Auto vom Flieger abgeholt wird, aber dann irgendwo bei A im Schengen-Bereich ankommt und dann aus dem Flughafen raus muss und die paar Meter dort zur First Class Lounge oder zum First Class Terminal gehen muss. Ansonsten, ja, man kann natürlich alle paar Jahre da mal renovieren und umbauen, aber ich halte das Ding jetzt auch nicht für renovierungs- oder sanierungsbedürftig. Ich bin sehr gespannt. Also vielleicht gestaltet man ein bisschen was um, keine Ahnung, bringt noch ein paar Pflanzen rein. Ich weiß es nicht und du hast es angesprochen. Die gekachelten Bereiche dort, Dusche, Wannen, Ruheräume sind eigentlich in einem Top-Zustand. Also ich bin sehr gespannt. Ja, also das Essen einmal ist jetzt nicht schlecht, das Leiden auf hohem Niveau. Ich bin ein Fan von mehr Auswahl beim Buffet, aber das ist ein anderes Thema. Und das andere Thema ist nicht, dass das so endet wie bei der Senator Lounge, wo man einfach nur den Boden ausgetauscht hat und das dann als Ja. große Neuerung gemacht hat. Fand ich auch durchaus problematisch. Und wir können direkt dann zum nächsten Thema nämlich übergehen. Weil, wenn wir uns mal anschauen, wie soll die Lounge der Zukunft denn ausschauen? Heißt also, von Swissport, der Kollege hatte da ja auch ein paar Sachen genannt, dass man so Erlebniswelten macht und so weiter. Und es gibt diesen Premium-Economy-Flieger, also nicht Premium-Economy, sondern einen Economy-Flieger, der trotzdem Premium-Angebote haben will. Heißt also, weil die Firmenpolicy sich geändert hat, man darf nicht mehr Business Class fliegen, man darf noch Economy Class fliegen, aber die Leute wollen trotzdem in die Lounge. Dass man also dann den Lounge-Besuch quasi anmelden muss, dass man quasi wie bei der VIP-Lounge in Frankfurt da eine Reservierung haben muss. Übernehmen Sie, Herr Hofmeister. Tja, ich persönlich brauche jetzt nicht zwingend Erlebniswelten in einer Lounge. Mir würde ein Platz und schon in der Regel ausreichen. Was wir ja nun feststellen, insbesondere in Frankfurt, ist eine doch zu vielen Tageszeiten eine völlige Überfüllung dergleichen oder derselben. Und ich finde, hier müsste sich etwas ändern. Also entweder müsste man den Zugang anders reglementieren, eine neue Form des Lounge-Zugangs schaffen oder auch neue Arten von Lounges, wie es zum Beispiel ja die Kollegen von Air Canada machen mit ihren Signature-Lounges oder halt auch United mit der Polaris Lounge, wo es halt nochmal andere Zugangsmöglichkeiten gibt. Also bei Air Canada kommt man ja tatsächlich nur rein mit einem voll bezahlten Business-Class-Ticket bei Air Canada. Also man kommt auch nicht rein, wenn man in Toronto oder sonst wo ist, mit einem Business-Class-Ticket oder Senator-Status der Lufthansa, sondern nur, wenn man mit den Kollegen der Air Canada fliegt und ein entsprechendes Business-Class-Ticket hat. Geht auch nicht mit einem upgegradeten Ticket. Finde ich einen Weg, der ganz in Ordnung ist, weil man hat da natürlich auch ein à la carte Restaurant, auch ein Buffet. In der Regel ist es dort nie überfüllt. Ist also eine sehr angenehme Atmosphäre und für alle anderen sind halt die Maple Leaf Lounges da. Und bei der Polaris ist es ja noch etwas großzügiger. Da kommt man ja auch rein, wenn man einen Goldstatus hat oder einen Business-Class-Flug, auch einer anderen Fluggesellschaft. Auch da haben wir dieses à la carte Restaurant in der Regel, sehr großzügige, sehr angenehm gestaltete Räumlichkeiten, wo eigentlich, zumindest wenn ich da war, immer ausreichend Platz war. Und das finde ich,
wäre auch etwas, was die Lufthansa sich mal überlegen sollte. Also wirklich eine Lounge, vielleicht tatsächlich ausschließlich für Senatoren oder für bestimmte Ticketklassen, um dieses, ja, weiß ich nicht, diesen Massenansturm, den wir da manchmal haben, irgendwie zu begegnen. Also, du kennst sie ja wahrscheinlich auch, sowohl die Senator wie auch die Business Class Lounge in Frankfurt, da im Abschnitt A im Schengen-Raum. Junge, Junge, das hat eher schon ein bisschen was von Bahnhofsvorhalle, wenn es da richtig zur Sache geht. Also, ich brauche keine Erlebniswelten, ich brauche Ruhe und Platz. Und Champagner. Und Champagner. Ja, und natürlich ein gutes Buffet, ohne Frage. Bewertest du das von Swiss, dass die jetzt diesen Laurent Perrier nicht mehr ausschenken, sondern auf anderes Produkt umgestiegen sind? Geiz ist geil, scheint mir auch da der Fall zu sein. Ich finde es eigentlich bedauerlich. Also nicht, dass ich, du hast es ja auch gesagt, nicht, dass ich Champagner bräuchte, großartig. Aber ich finde, es ist ja auch ja, so eine Art Anerkennung, hat eine gewisse Symbolkraft. Und ich finde, auch bei der Lufthansa, da werden ja manchmal Champagnerarten serviert, von denen hat die Welt noch nicht gehört. Ich weiß nicht, ob man sich da nicht bei den großen Fluggesellschaften, insbesondere dann auch in der First Class, so einen gewissen Flagship-Champagner besorgen muss. Das muss ja nicht der wahnsinnig teuerste sein, aber wir haben ja nun ein paar gute Marken, Dom Pérignon oder dergleichen, wie es auch bei anderen Fluggesellschaften der Fall ist. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Fluggesellschaften, auch wenn sie da literweise das Zeug im Jahr ausschenken, ja nicht den Preis bezahlen, die wir im Geschäft, sondern sie das Zeug ja im Großhandel kaufen und der dann natürlich deutlich billiger ist. Ich weiß nicht, ob man sich dann mit einem Gefallen tut. Auf der anderen Seite bin ich mir relativ sicher, keiner wird deswegen nicht mehr die Swiss oder irgendeine andere Fluggesellschaft buchen. Aber man sieht halt, die Paxe sind halt nicht mehr das Maß aller Dinge. Heißt im Prinzip, dass sie dort vom Erzeuger direkt holen. Aber man sieht ja auch zum Beispiel bei Emirates. Emirates hat sich ja auch Kontingente gesichert in exklusiver Form, gerade bei den Marken, die du genannt hast, Dom Pérignon, Moët Chandon. Alles also aus dem Haus LV, was war es, LVMH, ne? Ja, genau. Ja. Genau. Und ich halte also auch, wie du schon sagst, das ist eine Frage der Anerkennung. Ist übrigens Kaviar eine Frage der Anerkennung? Ja, eigentlich auch. Ich finde es bedauerlich. Du hast es ja angekündigt, bei Swiss gibt es ja jetzt wieder diese Kaviar-Probierwochen. Geht ja immer guten Monat. Ich hatte auch schon mal das Glück, so etwas zu haben in einer Zeit, wo die mal so ein Angebot hatten. Das fand ich fantastisch. Drei oder vier verschiedene Kaviar-Sorten da probiert. Also das war schon ein echtes Highlight. Und ja, bei der Lufthansa gibt es das ja immer noch. Man geizt damit allerdings immer ziemlich rum. Also eine zweite Portion gibt es auf keinen Fall. Oder nur wenn du anständig flirtest. Aber eigentlich gehört das schon für mich dazu. Man kann es ja ablehnen, wenn man es nicht haben will. Es ist ja, nicht jeder mag das. Alles völlig in Ordnung. Aber eigentlich ist das ein gewisser Standard, der auf jeden Fall sein sollte, aus meiner Sicht. Ich fliege ja nicht, um Kaviar zu essen oder um Champagner zu trinken. Ich trinke ja Natürlich keinen nicht. Alkohol und ich esse auch keinen Fisch und nichts, was aus dem Meer kommt. Insofern können wir direkt das Thema wechseln, nämlich wir sind beides Apple-Jünger. Aber bei dem Gerät bin ich ausgestiegen und zwar bei dem Apple Vision Pro. Reizt mich im Moment noch gar nichts dran. Ehrlicherweise, und ich bin ja nur auch Apple-Jünger, ehrlicherweise halte ich das Gerät für technisch im Moment, zumindest für den Massenmarkt, auch überhaupt nicht tauglich. Also allein die Tatsache, dass ich ein Kabel vom Kopf irgendwie bis an den, weiß ich nicht, an den Gürtel haben muss, wegen der Stromversorgung, das ist ja überhaupt nicht Apple-like. Und ich sehe außer für einige Profi-Anwendungen auch da noch für den Massenmarkt noch überhaupt keinen Zielmarkt, denn
Den Computer kann es nicht ersetzen, das haben zumindest schon viele Reviews gesagt. Nur um darauf Filme zu gucken, das geht sicherlich fantastisch, ist das Ding nun bei Weitem zu teuer, da kann ich mir auch andere Dinge auf den Kopf setzen. Und ja, es ist technisch bestimmt ein wahnsinniges Produkt, aber ich halte es noch nicht ans Ende der Fahnenstange angekommen. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass es in den nächsten Jahren dann auch gleich so eine Light-Version davon geben soll, die etwas günstiger ist. Dann wird es wahrscheinlich massentauglicher. Klar, die ganzen Nerds haben sich so ein Ding besorgt aus den USA, aber mich reizt das im Moment noch gar nicht, muss ich sagen. Also man hat ja jetzt auch die ersten, also die ersten 2 Wochen sind ja um, wo man es kaufen konnte, und da sind wohl 50% fast, die das Ding zurückbringen. Ne? Und das ist ja unheard of. Also auch hier AirPods, iPads, egal was, iPhones, alles, was die Leute haben, hier iPhone, das haben die Leute, die Early Adapters, haben das zwar gekauft, aber haben es nicht zurückgebracht im Das Regelfall. ist so. Aber das Ding bringen sie zurück, und da gibt es ja auch Probleme mit den Augen und so weiter. Und ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, das, was mich nicht daran reizt, ist ganz einfach, einmal sieht es komplett Banane aus, wenn du so machst, in der wirklichen Welt. Ja? Und das andere ist, ich sehe den Anwendungsfall nicht. Ich sehe den Anwendungsfall, und deshalb hatte ich das ja fürs Flugzeug vorgegeben für Economy Class, wo du dann das Gefühl hast, du hast mehr Raum und mehr Space. Aber auf der anderen Seite, wenn du überlegst, dass jeder so eine Brille hat, die Brille ist ja fast schon so groß, dass die Leute ja gar nicht mehr in ihren Platz können. Naja, vor allen Dingen, mir würde die gar nichts nützen, weil ich müsste ja noch extra Gläser mir dafür besorgen, die ja auch nochmal Geld kosten. Und die kann ja dann nur ich Stimmt. benutzen, die Brille. Also die ist ja nicht mal familientauglich sozusagen. Und sie ist ohnehin nicht familientauglich, weil die wird ja quasi auch freigeschaltet durch die Iris-Erkennung oder was auch immer. Da ist es gar nicht so einfach. Also die kannst du dann nicht einmal so durch die Familie reichen. Wer will sie mal haben? Zumal, wenn dann auch noch Brillenträger sind, die auch unterschiedliche Stärken haben. Das ist ja auch jetzt keine so unrealistische Sache. Dann wird es schwierig, ne? Also es ist schon ein sehr persönliches Produkt. Und außer für Architekten oder Ingenieure, die irgendwas konstruieren und dann sozusagen gleich von ihrem CAD-Programm in das, was sie konstruiert haben, reinzugehen, weiß ich nicht, was man damit soll, ne? Okay. Also sicherlich wird es da demnächst tolle Anwendungen geben, als hier das iPhone rauskam, war ja auch das Potenzial bei weitem noch nicht, ja, ermessbar, was dann wirklich gekommen ist, und mittlerweile kann man ja nicht mehr ohne. Also was für mich das Geilste beim iPhone ist, ich finde das immer noch, ist halt diese Augmented Reality. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man ein Flugzeug sieht. Ah, jetzt seht ihr nur meine Hackfresse. Aber damit sieht man jetzt nicht, aber damit sieht man halt rein theoretisch das Flugzeug. Habe ich hier irgendwas in der Gegend? Nee, gar nichts. Egal, Nee, lass das mal, ist das schon sieht eine auch coole dumm aus. Sache. Ja, das ist mal ein geiler Scheiß. Aber wenn du überlegst, dass du hättest das selber auf der Brille drauf, ist auch lustig. Aber ist das nicht zu viel Information für unser Gehirn? Ja, das mag sein, aber das Ding ist mir, ich hätte mir eher so eine Brille gewünscht, weißt du, so eine normale Brille, wo bestimmte Dinge drauf projiziert werden. Also Die quasi da, wo du halt mehr so ferngesteuert wirst aus alltagstauglich Moskau. ist. Genau, so ungefähr. Das wäre Behindertengerecht, dass auch das wunderbar. mir passt. Ja. Gut. Naja. Vorletztes Thema ist, Passagier gelangt ins Flugzeug. Das hatten wir in London und jetzt auch in USA. Ausweis und Ticket fehlten. Ich meine, du bist ja auch oft in den USA. Bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dass das möglich ist? Nee, nee.
Also, du kennst ja die 7 meisten Sicherheitskontrollen, die ja so mit Bändchen schon vorher abgeteilt ist. Man geht dann da in sein Band rein, wo man hin will, ob man TSA pre-checked ist, ob man in der Fastlane, weil man Business Class Ticket hat oder in der normalen. Dann kommt man an den TSA Officer, muss sein Ausweisdokument zeigen, sein Ticket zeigen, dann wird es ja mal kurz abgeleuchtet, ob das auch alles in Ordnung ist. Dann kommt ein Stempel auf die Bordkarte oder auch nicht, aber auf jeden Fall muss man da durch. Und dann dahinter geht man ja direkt durch die Sicherheit. Also mir ist es ein Rätsel, wie gerade an den oder mehr oder weniger fast allen Flughäfen, wie man sich da irgendwie vorbeidrängeln kann und dann einfach so zur Sicherheitskontrolle gehen kann. Also der Wahnsinn. Ja, also ich kann es auch ehrlicherweise nicht nachvollziehen und muss da sagen, großer F ab. Und jetzt können wir das, und damit haben wir ja auch das Setup gesetzt für nämlich das letzte Thema, und das ist das Thema: Lufthansa-Piloten sollen sich solidarisieren mit Discover. Was ist das denn für ein Quatsch geworden? Also ich verstehe das Thema Solidarisieren und so weiter, aber was ich nicht verstehe, ist, warum auf einmal jetzt nur die 787-Teilflotte, warum nur 4 Stunden? Und Ja. das ist ja irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch. Also das ist ja irgendwie nur so. Also das habe ich auch überhaupt nicht nachvollziehen können. Ich weiß auch gar nicht, ob das so rechtlich möglich ist, weil die Lufthansa-Piloten befinden sich ja gar nicht in Arbeitskampf. Ob man dazu bei verschiedenen Gesellschaften so quasi sich quer solidarisieren kann. Und warum es bestimmte Flottenteile betreffen soll, ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Aber du weißt, was ich grundsätzlich von den Streiks ja, weiß ich nicht, in der Infrastruktur halte. Dazu gehört ja nun ohne Frage auch der Luftverkehr. Die sollen sich gefälligst an einen Tisch setzen und sich einigen und dann ist alles gut. Aber weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum die Discover-Leute hätten ja auch die norddeutschen Busfahrer zum Streiken, Solidarstreik aufrufen können. Also ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Oder die Berliner Taxifahrer, der macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Also wir haben ja hier in Finnland haben wir ja auch Streiks im Moment vom öffentlichen Nahverkehr und Transport und alles. Und das ist eher so ein Streik, der geht in die Richtung Staatsstreik, so französisch, weil die wollen gewisse staatliche Sachen streichen. Und dann ist auch dieser Solidaritätsstreik immer wieder. Und interessanterweise war jetzt die Diskussion, ob die Finnair mitstreiken soll, wie beim letzten Mal. Das heißt, also der letzte Streik war kein Streik der Finnair, sondern es war ein Solidaritätsstreik mit allen Finnen. Ja. Im Prinzip, dass diese Staatsgeschichte nicht ist. Und Finnair ist ja eine staatliche, mehrheitlich Firma. Und lustigerweise hatte ich Leute, die an diesem Wochenende geile Flüge haben, zum Beispiel Phuket, Bangkok, mit Finnair als Cabin Crew, und die dann gesagt haben: Bitte nicht mitstreiken, nicht solidarisieren, das Ziel ist leider geil, was ich habe. Ja, Und nachvollziehbar. so, wäre es dann irgendwie so ein Manchester Flight gewesen, oder wäre es irgendwie vielleicht sogar noch so ein Kittila oder so Scheißdreck gewesen in deren Augen? Dann hätte man gestreikt. Also daran sieht man, dass das alles auch immer sehr hypo, wie ist das, hypokratisch, wie ist das? Wie ist das auf Deutsch? Hypocrite in Englischen? Was ist das deutsche Wort dafür? What do you mean? Wenn Please man auf der einen explain. Seite, im Prinzip, wenn man predigt, ihr sollt nicht mehr fliegen, aber fliegt trotzdem den Horncircle permanent Ach ein, dann ist so. man hypo. Dann ist man eigentlich ein Heuchler. Das ist der Fachbegriff Heuchler. Wenn ihr euch ein besserer Begriff einfällt, könnt ihr es unten kommentieren. Genau. Und das ist halt das, was ich dann so sehe, wie du auch richtig sagst. Aber Discover ist ja kein staatliches Unternehmen, Lufthansa ist kein staatliches Unternehmen. Deshalb, ich hatte das Juristische gar nicht so im Hinterkopf gehabt. Aber das ist auch richtig, die Frage, ob das erlaubt ist. Und da halte ich auch dagegen. Auch hier könnt ihr jetzt kommentieren. Wir müssen Abschluss finden. Mario muss nämlich zum Happa Jawohl. Happa. Ja. Bist schon gerufen worden? Nee, ne? Nein. Ah, aber man ruft dich schon gar nicht mehr. Genau, man erwartet, dass ich erscheine. Wenn er kommt, dann kommt er.
Ja. Aber du kannst uns ja nochmal sagen, wann können wir dich wieder auf der Sendung sehen? Ja, so bald als möglich, würde ich sagen, ne? Wir müssen mal überlegen. Wir gehen mal in medias res und schauen mal, dass ich so bald wie möglich wieder dabei bin. Ansonsten vielleicht nächste Woche Sonntag um dieselbe Immer wieder Zeit. sonntags. Genau. Und neues Format, wollen wir ein neues Format machen? Ja, vielleicht sollten wir tatsächlich mal ein neues Format machen. Vielleicht sollte ich einfach mal, und du kommentierst das dann, ich nehme bei meinen nächsten Flügen einfach immer eine GoPro mit und wir machen das unter dem Motto Mario reist und Lars kommentiert. Wir besprechen das dann. Ja, genau. Also wenn ihr Formatvorschläge habt, schreibt sie unten drunter. Denkt aber dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und ganz, ganz wichtig, Stammtischen teilnehmen. Und wir machen jetzt einfach den Abspann, weil Abspann. Genau. Also, wir sagen noch Tschüss vorher. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao, ciao.